Der arabische Frühling ist ein Wort, was wir in der letzten Zeit viel hören. Da sagt man der arabische Frühling. Und was dieser Frühling von Wirkungen auf die Länder, die arabischen Länder oder die muslimischen Länder gehabt hat. Natürlich, die Frage ist, wohin mit diesem Frühling? Was wollen wir erreichen? Was sind die Ergebnisse? Erstmal von vorne an sage ich, was später kommt, was in Zukunft kommt, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen nicht. Allah nur kennt das Verborgene. Und das ist verborgen für uns. Es kann sein, dass das gut für die Muslime wird. Es kann sein, dass es schlecht für Muslime wird. Allahu alam. Das wissen wir nicht. Allah nur weiß das. Aber wir behandeln die Sache von einem anderen Winkel oder von einer anderen, sage ich jetzt, Ansicht. Und zwar, wer hat geglaubt, dass die Gelehrten und die Ulama, Duat, die Leute, die zum Islam aufrufen, dass sie in Tunesien, in den Moscheen dort, anfangen, über Islam zu predigen, dass die Leute in Tunesien frei in die Moscheen gehen. Dass die Ägypter, die Muslime in Ägypten, mehr als 75% die Muslime gewählt haben. In Marokko auch das Gleiche. In Libyen auch das Gleiche. Dass dieser al-Qaddafi weg ist. Wer hat das geglaubt? Dass das syrische Volk, dieses Volk, das seit vielen Jahren mit Eisen und Feuer regiert wird. Das Volk hat keine Rechte. Wer hat das geglaubt, dass diese Leute endlich sagen, es ist genug und wir wollen mindestens unsere Ehre bekommen? Dieser arabische Frühling für mich hat zwei Themen, die sehr wichtig sind. Und für mich sage ich, Wallahu a'lam, Allah weiß alles. Und am besten, Subhanah. Dieser Frühling hat natürlich zwei positive Wirkungen gezeigt. Der erste ist, durch diesen Frühling hat man gewusst, woher wirklich die Gefahr für die Muslime ist und woher diese Gefahr kommt. Da haben die Leute mittlerweile gewusst und die wissen jetzt, dass Iran mit ihrer Regierung die Schiismus missbraucht und ausnutzt. Das heißt nicht, dass Iran ein Staat ist, damit Schiismus verbreitet wird. Das stimmt nicht, sondern Schiismus wird missbraucht, damit die Regierung und das System in Iran etwas erreicht. Und mittlerweile, Alhamdulillah, und wir danken Allah dafür, die meisten Muslime, die wissen genau jetzt, was los ist und dass diese Regierung und dieses System in Iran überhaupt nicht ein islamisches System ist und überhaupt nicht für den Islam wirbt und überhaupt nicht die Interesse hat, dass der Islam verankert wird und dass die Leute den Islam praktizieren. Und damit auch verbunden dieses Märchen von dieser Partei in Südlibanon, die behaupten, sie sind für die Muslime und sie mögen die Muslime und sie machen was für die Muslime. Bitte schön, die sollen jetzt dem syrischen Volk helfen. Jeder jetzt sieht das. Was ist die Haltung von Hassan Nasrallah, von Al-Maliki? Der Verbündete mit den Amerikanern. Und das ist die Haltung von Iran zu diesem Thema. Deshalb, das ist sehr gut, dass das passiert, erstens. Zweitens, durch diesen Frühling hat man Bestätigung bekommen, dass der Muslim viel vielleicht sündigt und viel Schlechtes macht. Aber wenn er die Möglichkeit bekommt, dann kehrt er zu seiner Fitra, zu seinem Angeborenen, was der Muslim im Herzen hat, und zwar zu seiner Religion. Weil die Leute, die erste Adresse, die sie gewusst haben und gekannt haben, und die erste Adresse, die sie gewählt haben, war die Moschee.
Und das erste Wort, was sie gesagt haben, das war Allahu Akbar. Und das ist Wallah eine große Gabe. Das wird, dass die Muslime endlich ihre Identität erkannt haben und endlich verstanden haben, ohne Islam sind wir nichts und sind wir gar nichts. Mit Islam haben wir unsere Ehre und mit dem Islam können wir viel bewegen und das ist sehr gut, was hier passiert. Allahu a'lam. Es könnten später die Tage, die Monate, die Jahre zeigen, dass vielleicht auch falsch war. Aber was wir jetzt gerade sehen, und wir können nur von dem, was wir gerade erleben, reden, wir sehen mit Sicherheit Khair, mit Sicherheit Gutes, was wir erleben und was wir sehen. Und inshallah, wie wir in Tunesien, barakallahu fikum, das gesehen haben, dass die Muslime ihre Freiheit bekommen haben, dann in Ägypten, dann in Libyen, dann in Jemen, inshallah werden wir das auch erleben. In Syrien, in Damaskus, bi'izni ta'ala, in der Umayyaden-Moschee, bi'izni ta'ala, werden wir das Wort Allahu Akbar hören, aber nicht von den Verrätern der Nation und mit den Leuten, die mit diesem System arbeiten, sondern von Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Aber wir brauchen Geduld und inshallah die Zukunft, wir bitten Allah darum, dass die Zukunft besser ist als heute und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr geben und dass die Muslime zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala.